Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich habe heute noch mal einen Rossmann-Haul für euch, denn meine Rossmann-Bestellung ist endlich angekommen. Ich muss tatsächlich sagen, ich warte darauf jetzt schon was länger, anderthalb Wochen. Und deswegen würde ich vorschlagen, dass wir zusammen direkt auspacken. Schon mit Schere. Ganz so viele spannende Sachen damit bestellt. Es war eher so, dass ich es nicht geschafft habe, zum Rossmann zu kommen und deswegen so ein paar normale Produkte bestellt habe. Erstmal hier ganz viele Duftpolster-Zeugs. So eine Dankeschön für dich, Tüte. Finde ich eigentlich ganz süß, dass das immer dabei ist. Machen wir jetzt das erste Teil auf. Und da haben wir eine Whitening Zahnpasta und einen Garnier-Gutschein. Sehr cool. So, weiter mit Polsterfolie. Okay, was habe ich bestellt? Also, was ich richtig gut finde, mein Hydrofugal Rolldeo habe ich anscheinend ein bisschen mehr bestellt, als ich gedacht habe. Oder es sind verschiedene Sorten hier drin. Wie du siehst, ist so wenig, was ich bestellt habe, aber. So, dann haben wir hier zweimal Hydrofugal Rolldeo. Antiflecken. Stark Antiflecken. Das ist neu, steht dran. Das habe ich aber schon getestet, beziehungsweise ich habe die Sprühversion davon schon getestet und finde die mega. Deswegen habe ich davon auch zweimal das Rolldeo mitgenommen. Und dann haben wir hier noch zweimal das Rolldeo Sensitiv von Hydrofugal. Dann haben wir hier noch einmal den Doppelschutzroller. Den finde ich richtig gut. Den habe ich jedes Mal wieder. Es sei denn, es gibt ihr nicht damit. Nehme ich tatsächlich einen anderen, aber das ist mein Favorit wirklich. Und alles voll zusammen. Anscheinend habe ich noch einen davon. Das könnte aber der neue sein. Es gibt so ein neues, kühlendes irgendwas. Stark und kühlt, ja, krass. Ganz cool vom Aussehen her. Davon habe ich das Sprühdeo auch schon getestet und finde das gut, deswegen habe ich mir den jetzt auch bestellt. Dann habe ich hier einmal das Hydrofugal, starker Schutz, stark und kühlend. Finde ich sehr gut. Dann stark und Antiflecken. Nochmal stark und Antiflecken. Und dann haben wir hier noch zweimal Doppelschutz. Auch richtig gut. Und jetzt habe ich an Deo auch erstmal einen guten Vorrat, würde ich sagen. Ich habe aber noch ein Playboy-Deo mitgenommen diesmal. Ich hatte früher mal eins, ich weiß aber nicht mal, wie das hieß. Und ich finde das nirgends und deswegen habe ich das jetzt einfach mal bestellt. YouTube? Keine Ahnung. Dann habe ich hier ein Duschgel von Isana. Pink Peach Creme Dusche. Sieht auch sehr schön aus. Dann haben wir hier einmal Slip and Line, das wollte ich heute direkt für die Freundin bestellen, deswegen habe ich das gemacht. Dann von Essence, so ein Make Beauty Fun Eyeball Set. Ich muss sagen, das sieht tatsächlich kleiner aus, als ich es mir vorgestellt habe, aber es sind halt auch nur Augenpinsel drin, deswegen, ja, ist das okay. Dann gab es so einen Mini-Beutel. Den habe ich auch einfach nur so bestellt. Da habe ich mir auch nichts bei gedacht. Ehrlich gesagt, das sah einfach nur süß aus. Dann habe ich noch zigtausende Eiswürfelbeutel bestellt. Weil wir haben keine mehr. Habe ich die noch einen? Noch welche? Und noch einen. Ja. Genau. Dann habe ich
mir noch einmal das Lechkokain nachbestellt. Das benutze ich jetzt seit 3 Wochen. Und ich muss sagen, dass ich schon so einen Unterschied merke. Also ich habe das Gefühl, meine Wimpern sind einfach stärker und auch vielleicht schon ein bisschen länger. Ich bin mir nicht ganz sicher. Dann habe ich eine Isana Tuchmaske Hydro Booster, weil ich die von Valea schon mal getestet habe und die gibt es momentan oder gab es momentan bei mir nicht. Deswegen wollte ich die auch ausprobieren. Von Scherbens habe ich noch eine Hyaluronmaske mitgenommen. Dann habe ich hier von Baby Lips noch eine Lippenpflege mitbestellt. Dann habe ich hier noch einen Beauty Blender von Essence aus dieser Jurassic World Reihe. Dann haben wir hier Miniku temporäre Tattoos. Genau, ich habe die Bestellung mit einer Freundin zusammen gemacht und sie wollte, dass wir die mal ausprobieren. Deswegen bin ich sehr gespannt drauf. Hier ist auch noch irgendwas von Vistas, ein großer Karton, aber ich wusste jetzt nicht, dass ich den bestellt habe. 5x100. Muss ich nachher mal meiner Freundin schreiben, dass das Paket da ist und sie fragen, ob sie das bestellt hat. Ich wüsste jetzt nicht, was das ist. Dann kommen wir noch zu den tollen Teilen. Haben wir hier zum ersten Isana Hydrogel Lippenmaske. Belebende Pflege mit Hyaluron und Kirschblüten. Ich wollte diese Masken so gerne haben und die gab es bei mir im Rewe nicht. Im Rewe sage ich schon, im Rossmann nicht. Und deswegen habe ich die bestellt. 2x. Dann habe ich von Yuti die Intense Kiss Lippenmaske auch 2x bestellt. Einmal anscheinend Energy Elixir Augenpads. Das war einmal so ein Set irgendwie, keine Ahnung. Dann haben wir von Isana die Tuchmaske durch Durstlöcher. Einmal sieht die so aus. Dann haben wir dieselbe noch einmal in Pink. Dann, ich schätze wirklich, dass das von einem Set ist, noch einmal von Yuti. iPad Mask Veggie, finde ich auch richtig gut. Dann haben wir noch 2 Lippenmasken von Isana. Beauty Glow. Dann haben wir hier wieder von Yuti. Dann Isana Hydrogel Augenpads Beauty Glow. 2x. Ich glaube, ich habe alle einfach 2x bestellt von Isana, falls die gut sind. Und ja, ich mehr davon haben möchte. Dann noch 2x die Lippenmaske Luxuriös Lips von Yuti. Das denke ich halt auch immer, meine Freundin will die halt auch so gerne. Dann muss sie nicht aus meiner Schublade nehmen. Dann kann sie die direkt nehmen. Dann die Deep Hydrating von Yuti, die sind auch richtig gut. Das sind halt so All-Time-Favorites eigentlich. Dann haben wir hier Isana Aloha Hawaii Augenpads. Bin ich ein bisschen verwirrt, weil es sieht einfach aus, als wäre nur eins. Vielleicht liegen die auch übereinander, ich weiß es nicht. Genau, haben wir hier 2x. Dann haben wir von Yuti noch mal Augenpads. Noch mal Lippenmasken, sogar mehrere. Dann habe ich die anscheinend doch ein paar Mal mehr gekauft. Und dann habe ich von Isana noch einmal Hydrogel Augenpads. So, lass mich mal durchgucken. Dann haben wir noch einmal von Durex Kondome. Überrasch mich, Vielfalt für noch mehr Spaß. Ja, und das war tatsächlich auch schon mein ganzer Einkauf. Und das waren tatsächlich über 150 Euro, glaube ich. Aber halt alleine das Deo ist halt schon viel. Das war ein bisschen runtergesetzt, nicht viel, aber immerhin etwas. Und deswegen habe ich das direkt mitgenommen.